Ja, herzlich willkommen allerseits zur Republika 2012. Die Einleitung fand ich gut. Wir wollen heute ein bisschen was lernen. Wir wollen ein bisschen schmunzeln. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Und das Dritte habe ich vergessen, aber das ergibt sich vielleicht auch mit eurer Mitwirkung. Es war ein großes Publikum, aber da ich 2010 auch schon mal zu diesem Thema was gesagt habe und gebeten wurde, heute praktisch dasselbe Thema nochmal aufzuarbeiten, aber aktualisiert, habe ich auch keine Probleme, wenn sich der ein oder andere von euch vielleicht einfach mal meldet, wenn es um aktuelle Dinge geht, damit wir das auch aufgreifen können. Da das Licht jetzt gedimmt worden ist, kann ich auch so einigermaßen sehen. Ja, der schlimmste Satz, den man übers Internet sagen kann und den wir jeden Tag in den Medien hören, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Die Standardformulierung aller unserer Politiker, die immer so tun, das wäre das Internet ein großer Raum des Anarchismus, als würde dort die Unsicherheit herrschen, als wäre man dort ständig in Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden, sozusagen der Rotlichtbezirk oder die Gosse der realen Welt, das Internet ein rechtsfreier Raum. Ich setze mal heute die These dagegen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber es ist insbesondere unser zweiter Lebensraum. Das bedeutet, die meisten, die hier heute sind, aber auch viele andere, denen wir Tag für Tag begegnen, die unterscheiden längst nicht mehr zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt. Die virtuelle Welt ist Teil der realen Welt geworden und für viele von uns ist es selbstverständlich, sich in diesem zweiten Lebensraum genauso zu bewegen wie im ersten Lebensraum, und mitunter, wie man heute ja sieht, vermischen diese Lebensräume auch. Ich habe heute schon etliche Twitter-Avatare kennengelernt in Real Life, mit denen ich bislang nur online kommuniziert habe, und das waren, um das mal vorweg zu sagen, alles bislang sehr erfreuliche Erlebnisse. Ich hoffe, euch ging das bislang auch so. Das ist ja auch der Sinn der Republika. Stichwort rechtsfreier Raum. Da kommen wir zu dem ersten Fall, den ich mit euch besprechen wollte. Das ist naheliegend nichts aus Blogs, Foren und sondern aus Facebook. Und zwar, das ist der Fall der Sportlerin Ariane Friedrich, weil er nach meiner Auffassung sehr gut zeigt, wie die Grenzlinie zwischen den Do's und Don'ts im Internet verläuft. Die Ariane Friedrich ist eine Sportlerin und die hatte auf Facebook Folgendes gepostet. Liebe Followers, eben erreichte mich folgende Facebook-Mail, TD, wohnhaft in A, schrieb, willst du mal einen schönen sehen, gerade geduscht, frisch rasiert. Zusätzlich hat er noch eine Datei mitgeschickt, die ich nicht öffnen werde. Mein Herr D., ich möchte weder Ihr Geschlechtszeile noch die Geschlechtszeile anderer Fans sehen, Anzeige folgt. Alles schön und gut. Das Brisante an diesem Facebook-Posting ist allerdings, dass da, wo die Punkte sind, T-Punkt, D-Punkt und das Sternchen hinter A, da stand wirklich drin, wie der Mann heißt und wo er wohnt. Ihr habt den Fall mitbekommen und dieser Fall zeigt eigentlich sehr gut, wie man ruckzuck in den Shitstorm galore sozusagen reingehen kann als Publizist, wenn auch als Nicht-Profi-Publizist, wie wir meisten das sind, und wie man sozusagen hintenrum dann das gerade nicht erreicht, was man möglicherweise erreichen möchte. Also es war hier sozusagen ein Outing, das von Frau Friedrich betrieben worden ist, auf höchstem Niveau, allerdings nicht wahnsinnig sachlich, denn das Problem war, dass sie folgende Fehler gemacht hat, und da sind wir sozusagen beim Lernteil. Persönlichkeitsrechte gelten auch im Internet. Und da haben wir die Schwierigkeit, darf ich, bloß weil ich mir auf den Fuß getreten fühle, zum Beispiel als Frau, wenn mir jemand so ein Bild, ob es eins war, darüber reden wir gleich noch, übersendet, darf ich den dann sozusagen outen? Kann ich dann da hingehen und sagen, das ist der und der und jetzt nehme ich sozusagen dadurch Rache? Die Antwort lautet, nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen Fällen, klipp und klar, nein, das ging so nicht. Denn auch jemand wie dieser Mann, unterstellen wir ihm mal, er hat tatsächlich ein Bild geschickt mit dem Inhalt, von dem wir hier von Frau Friedrich informiert worden sind. Auch dieser Mann hat nach wie vor seine Rechte. Und zu dem
grundlegenden Rechten eines Bürgers gehört, nicht ohne sachlichen Grund und ohne Notwendigkeit in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Und hier erleben wir den ersten Punkt, dass einfach hier die Frau Friedrich den großen Fehler gemacht hat, offensichtlich nicht darüber nachzudenken, was darf ich juristisch und was tue ich diesem Mann an? Das sind vielleicht zwei Komponenten. Und letztendlich, was nützt es mir? Zum Ersten, was darf ich juristisch? Ich habe das allgemeine Persönlichkeitsrecht bereits erwähnt. Das haut so nicht hin. Es handelt sich hier um Dinge, die in der Privatsphäre beziehungsweise jedenfalls nicht in der Berufssphäre oder gar in der allgemeinen Lebenssphäre dieses Mannes und der Frau Friedrich stattgefunden haben, sondern Dinge, die in dem Bereich Privatsphäre, möglicherweise sogar Intimsphäre fallen. Wo man das jetzt verortet in diese Sphären, das kann man eigentlich offen lassen, denn letztendlich ist eine Veröffentlichung nur dann zulässig, wenn man sozusagen außerhalb der Privatsphäre ist. Es könnte eine Frage sein, ob sie mit dem Mann zum Beispiel vorher schon mal Mails geschrieben hat, darüber gibt es unterschiedliche Angaben, ob sie mit dem diskutiert hat, vielleicht schon anderweitig Kontakt hat, das wissen wir alles nicht. Aber darauf kommt es gar nicht an, denn selbst wenn der Mann dieses Bild geschickt haben sollte, gibt es für Frau Friedrich und natürlich übertragen für alle Facebook-Nutzer und Nutzer von sozialen Netzwerken kein Recht, ihn zu outen. Hier haben wir ja natürlich noch ganz kleine Besonderheiten des Falles. Es gab mehrere Personen, die so diesen Namen haben, also die standen so im Telefonbuch und es gibt sogar mehrere Orte in Deutschland, wo Leute dieses Namens wohnen. Also auch das muss man, wenn man den Fall mal exemplarisch sieht, bei solchen Outings, die ja jetzt hier in die große Diskussion gekommen sind, unbedingt beachten. Wenn ihr Namen nennt und jemanden outet, ja, dann kann es sein, dass es mehrere Leute gibt, die einfach so heißen. Und diese Leute, die auch so heißen und möglicherweise in demselben Ort wohnen, die haben euch dann juristisch erstmal sowieso an der Kandare, denn die können klagen, ob das mit dem Foto stimmt oder nicht, auf jeden Fall. Ja? Also gerade wenn man Namen und Adressen nennt, bitte daran denken, das war mir so bis dahin auch nicht bewusst, dass das so krass eintreten kann, dass es immer in Deutschland mehrere Leute mit bestimmten Namen gibt. Ich grüße also alle Müllers und Meyers hier im Saal. Das ist ein ganz heikler Punkt. Interessant ist natürlich auch die Frage, wenn ich meine Interessen sozusagen, wie das Frau Friedrich wahrgenommen habe, wie das Frau Friedrich getan hat, wahrnehmen will, kann ich dann auf Facebook sozusagen, wie soll ich es formulieren, da wirklich Informationen mit so einem Gehalt rüberbringen. Ich habe es gerade erwähnt, das geht nicht wegen der Privat- und Intimsphäre. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach dieses Foto gar nicht das zeigte, was in der Mail drin stand. Ihr habt das vielleicht gelesen, es gibt ja einen Facebook-Hoax sozusagen, der seit geraumer Zeit rumgeht. Da wird ein ähnlicher Text verwendet und dieser Text wird also rumgemeldet ohne Ende mittlerweile. Ich weiß nicht, hat ihn schon jemand bekommen? Oh, gut. Also ich habe ihn auch nicht bekommen, weil ich nach wie vor nicht auf Facebook bin. Dankeschön. Alle anderen sind auf Facebook, okay. Also das hat bei mir natürlich keine politischen Gründe oder sowas. Es ist einfach die Erwägung, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen und irgendwo ist dann auch mal Schluss. Und zu Facebook hat es bei mir halt nicht gereicht. Google Plus hat sich jetzt auch wieder ein bisschen gelegt, also was ich da ein bisschen vermisse, keiner schickt mir meine private Nachricht, ja, das ist im Prinzip ein Twitter mit mehr als 140 Zeichen, zumindest für mich, aber das liegt vielleicht daran, dass mich keiner lieb hat. Gut. Oh. Also, jetzt mal unterstellt, die Frau Friedrich hatte Grund, das zu machen. Dann ist das Problem gewesen, sie hat einen Fehler gemacht. Wenn ihr etwas outet oder jemand outet oder euch über etwas beschwert, dann muss der Sachverhalt auch stimmen. Und hier haben wir eben das Problem, dass dieser Facebook-Hoax rumging und dieses Bild, das zumindest bei Facebook zu den Texten als Anlage verschickt wird, zeigt einen in der Tat frisch rasierten, geduschten Pudel, der gerade für so eine Hundeausstellung hergerichtet wird. Ja? Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann hat die Dame ein großes Problem.
Das zum Stichwort rechtsfreier Raum Internet. An diesem Beispiel kann man sehr gut sehen, dass Leute, die dann mit so einem Shitstorm zum Beispiel überzogen werden, auch nicht rechtlos sind. Denn was haben die Opfer für Möglichkeit? Denn derjenige, der das gemacht hat, kann, dass die Mail selbst geschickt hat, kann, das habe ich erwähnt, unabhängig davon, ob das wahr war oder falsch war, was er da geschrieben hat, beziehungsweise ob das Bild tatsächlich das zeigte, was es andeutet, kann klagen, und zwar auf Unterlassung und gegebenenfalls sogar auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, weil eben dieses ins Licht der Öffentlichkeit zerren auf jeden Fall rechtswidrig gewesen ist. Und richtig teuer wird es natürlich bei den Leuten, die so heißen und in ähnlichen Orten wohnen und die jetzt unter falschen Verdacht in Anführungsstrichen geraten. Also ein ziemlicher Griff ins Klo, muss man sagen, der aber durch die öffentliche Diskussion, die jetzt losgetreten worden ist, sehr gut eigentlich zeigt, dass hier offensichtlich ein Bedarf daran besteht. Ja, es ist ja nicht nur so, dass diese Mail oder dieses Posting von Frau Friedrich in Bloggerkreisen oder so Social-Network-Kreisen diskutiert worden ist. Das hat es ja auch bis zu RTL und in die Bild am Sonntag geschafft und so weiter. Ich räume natürlich ein, dass menschlich gesehen das, was Frau Friedrich gemacht hat, ein nachvollziehbarer Zug ist. Also da kann man jetzt nicht groß sagen, dass natürlich die Verärgerung über solche Belästigungen sicherlich problematisch ist und auch nicht erfreulich ist. Allerdings führt das natürlich nicht dazu, dass man dann hier Selbstjustiz üben darf. Selbstjustiz wird in Deutschland dann in der Regel nicht geduldet. Vielleicht hat sie ja Glück und die Leute klagen nicht. Wenn sie aber klagen würden, wäre das teuer für Frau Friedrich. Also dies ein Beispiel dafür, dass das Internet keineswegs ein rechtsfreier Raum ist. Ja? Wir haben auch andere Bereiche, in denen immer wieder behauptet wird, das Internet wäre sozusagen der Hort des Bösen. Man denkt ja, alle, die bei Online-Shops einkaufen, werden betrogen. Wer sich in sozialen Netzwerken, das ist unser Thema hier, tummelt, dem wird nachgestellt, der wird sexuell belästigt und möglicherweise gibt es dann auch noch Verbrechen durch Kontakte und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Auch das Mobbing von Schülern zum Beispiel, das kommt vor, ganz klar, keine Frage. Aber wir sollten uns auch immer, wenn wir diese Punkte sehen und über diese Frage reden, das Internet als rechtsfreier Raum, vergegenwärtigen, dass ja 99% der Kommunikation, die wir online machen, eigentlich wünschenswert ist und unser Leben bereichert. Ich weiß nicht, ob jeder die Zahl von 99% teilt, ich würde die für meinen Teil aber unterschreiben. Das Allermeiste, was in sozialen Netzwerken läuft oder was geschäftlich läuft bei Bestellungen und Ähnlichem, funktioniert reibungslos. Und deswegen sage ich eben, unser zweiter Lebensraum, den muss man auch verteidigen, deswegen, weil es ja im wirklichen Leben auch nicht anders ist. Es gab und gibt Mobbing auch im Real Life, das darf man nicht vergessen. Es wurden früher anonyme Briefe geschrieben, anonyme Anrufe gemacht. Früher wurden Schüler auf dem Schulhof gehänselt, heute werden sie bei Facebook gehänselt. Früher wurde man in einem Geschäft betrogen, heute wird man möglicherweise bei eBay betrogen. Und alle anderen Dinge passieren eben auch. Nur das bedeutet ja nicht, dass diese Sachen jetzt internettypisch sind und hier ganz speziell dort nur vorkommen. Deswegen rufe ich halt auch immer dazu auf, und das ist wirklich wichtig, dass man das Internet nicht verteufelt und sagt, hier ist ja nur die Kriminalität und die Anarchie. Ja, Selbstjustiz haben wir da erlebt. Das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist, und das müsst ihr euch auch immer im Klaren darüber sein, wenn man so etwas zum Beispiel selber machen will, ist, dass man natürlich moralisch Recht haben kann, aber juristisch nicht Recht. Und dann guckt man eben in die Röhre, insbesondere, was natürlich ganz traurig an solchen Geschichten ist, dass so etwas kurzfristig nach dem Vorfall in Emden, wo ein Mädchen ermordet worden ist, passiert ist, wo ja auch ein Unschuldiger erst festgenommen worden ist und auch durch die sozialen Netzwerke breitgetreten wurde. Das führte ja sogar dazu, dass sich über Facebook ein regelrechter Lynchmob verabredet hat und dort die hängt in Hörrufe vor der Polizeiwache erschalten. Ja? Was übrigens die Polizeibeamten deutlich überfordert hat. Ja? Die waren also nach meiner Information schon drauf und dran, das Sondereinsatzkommando zu rufen, weil da sah es wohl aus, als würde der Bürgerkrieg jetzt losgehen. Andere Fälle von Outings, damit ihr seht, dass das
heutzutage sehr nahe liegt und auch immer wieder gemacht wird. Mein lieber Freund, der Björn Haast, ich weiß nicht, ob er hier ist, der Shop-Blogger, der hat die Tage auch sowas ins Netz gestellt. Da geht es dann darum, kennt jemand diesen Herrn, der hat nämlich etwas, das mir gehört. Ja? Wenn der Mann zum Anwalt geht, sieht es auch schlecht aus für den Björn. Ja, ich würde ihm zwar natürlich helfen, sehr gerne, aber die kleine Warnung, das kann man eigentlich nur verlieren. Ja? Vor allem, weil nicht ganz klar ist, um was es da geht. Aus dem Vorposting ergibt sich wohl um Warenbetrug an der Kasse und Ähnliches. Gut, ich hatte es schon erwähnt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und das sage ich allen, die eben vielleicht nicht nur brave Kommunikation betreiben und Ähnliches, sondern auch mal beabsichtigen, über die Stränge zu schlagen. Wir haben heute ein überwachtes Netz, das muss uns klar sein. Ja? Es ist nicht so, wie immer behauptet wird, dass die Polizei und die Ermittlungsbehörden nicht in der Lage sind, einzugreifen dort, wo was zu machen ist. Ich bin jetzt 18 Jahre Anwalt und das entspricht so ungefähr auch dem Alter des Internets, das sozusagen mit mir dann erwachsen geworden ist. Und vor 15, vielleicht 17 Jahren, vielleicht auch noch vor 10 Jahren, da war das ja alles richtig, dass wenn ihr zur Polizei gegangen seid und eine Anzeige gemacht habt, dass der Beamte dann gesagt hat, wie bitte, eBay, was soll da gewesen sein? Oder was ist ein Chat? Ja, was ist ein Chat? Ja, da kann man miteinander sprechen. Ja, was ist das? Ist das ein neues Telefon oder so? Solche Fragen kamen dann. Das ist Geschichte. Ja, es gibt mittlerweile sogar in den Landeskriminalämtern besondere Abteilungen, die dort auf virtuelle Streife gehen. Ja? Wie im wirklichen Leben, wo man man eigentlich nicht mehr sieht, sitzen dann Tag und Nacht etliche Polizeibeamte vor Rechnern und laufen Streife durchs Internet. Falls sich jemand bewerben will für manchen Nerd, müsste das eigentlich ein ganz guter Traumjob sein. Ich glaube, die einzige Voraussetzung ist Abitur oder so. Studentische Hilfskräfte werden noch nicht gesucht. Aber es gibt eben diese andersunabhängige Internetrecherche und die gucken wirklich. Und was auch klar sein muss, genau im Gegenteil, ja? Ja, also ich sag's mal, wie es wirklich ist, nach meinem Eindruck, ja. Der Schwerpunkt dieser Ermittlungen liegt auf Kinderpornografie. Ja? Das ist so der Schwerpunkt, da werden die ganzen File-Sharing-Dienste und so weiter werden durchforstet. So im Facebook und so selbst sind sie noch nicht so wahnsinnig aktiv. Aber das kommt. Ja? Was auch dazu passt zum überwachten Netz ist, vielleicht als kleiner Einschub, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man auf sozialen Netzwerken heutzutage ist und dort schreibt, also publiziert, das ist ja das Thema des heutigen Tages, wenn man dort schreibt und vorträgt, es kann natürlich nicht nur von den Empfängern gelesen werden, sondern es wird auch von der Polizei und den Ermittlungsbehörden ausgewertet. Kleines Beispiel, das ich neulich hatte, eine Schlägerei zwischen Jugendlichen im schönen Neuss bei Düsseldorf. Da war nicht so ganz klar, wer da alles daran beteiligt war. Es gab etliche blutige Nasen und einige gebrochene Knochen. Es war Alkohol im Spiel und alles Mögliche. Aber die Polizei kannte zwei Mädchen, die dabei gewesen sind, die aber selbst nichts gemacht haben, so laut Zeugen. Und diese Mädchen hatten Facebook-Profile und die schlauen Beamten haben sich mal diese Facebook-Profile angeguckt und die jungen Damen dann zu sich bestellt und gesagt, hör mal, hier Partybilder, jetzt wirklich, das ist kein Klischee, Partybilder von dir, wer sind denn da die Jungs, die daneben dir auf dem Sofa drauf sitzen? Ja? Und die haben natürlich dann Auskunft gegeben und gesagt, das ist der Jürgen, der Ali, der Michael. Und ja, wie heißen die denn mit Nachnamen, weiß ich nicht, haben die denn auch ein Facebook-Profil? Ja, dann wie heißt der denn, dann gucken wir da mal nach. Und findiger Beamter, muss ich sehr loben, hat das wirklich geschafft, drei dieser Jungs zu ermitteln über Facebook. Ja? Keiner war auf Google+, alle waren auf Facebook. Und der hat die gekriegt, ja, und der hat die ersten drei gekriegt und die hatten natürlich dann ganz schnell nichts Besseres zu tun, als noch drei oder vier andere ans Messer zu liefern, die bislang nur SMS schreiben, aber das hat denen auch nicht mehr geholfen dann, ja. Also, das jetzt nur mal so ein Beispiel aus dem wirklichen Leben, das hört sich jetzt abgedroschen an, aber es ist natürlich wirklich so, dass die Dinge, die man im Web postet, auch durchaus von Interesse sein können, in jede Richtung. Ja?
Also vorsichtig sein bei Inhalten und auch mit Verknüpfungen zu anderen. Es gibt da immer wieder ganz peinliche Geschichten, die stattfinden. Und ich erlebe es jetzt in einem Großverfahren, da geht es allerdings eher so in den terroristischen Bereich. Es ist wirklich so, dass die Ermittlungsbehörden in der Lage sind, wenn sie es möchten, ja, also nicht bei Alltagskriminalität oder bei Bagatellsachen, sie können eure gesamte Kommunikation lückenlos erfassen. Ja? Stichwort Bundestrojaner. Ja? Entgegen gewissen Gerüchten gibt es das Ding wirklich und es funktioniert auch. Ich habe das jetzt erlebt. Heftige Geschichte. Da ist die gesamte Kommunikation überwacht worden. Und zwar jeder Mausklick, der gemacht worden ist. Alles. Ja? Steht alles in so dicken Aktenordnern drin, die zum Glück auf DVD gekommen sind. Aber es ist unglaublich, was man da für ein Profil eines Menschen ermitteln kann und mit eigentlich relativ geringem Aufwand. Ja? Gut, das BKA musste da, es steht nicht genau drin, wie sie es auf den Rechner bekommen haben. Ich nehme an, sie haben sich als Gasmann verkleidet oder als Milchbriefträger oder Elektroinstallateur. Aber auf jeden Fall haben sie es auf den Rechner drauf bekommen und da war dann sozusagen die gesamte Privatheit dieses betreffenden Menschen, der nicht so schlimm ist, wie es sich jetzt anhört, wirklich komplett weg. Das geht. Also die Horrorvision für mich ist im Prinzip, dass so etwas von privaten Anbietern gemacht wird. Ja? Also wenn das mal Open Source wird sozusagen, dann Gnade uns Gott. Ja? Gut. Das lassen wir mal weg. Jetzt mal wieder zu den Dingen, was ist, wenn ich ins Internet schreibe, zu den Basics, ist ja immer wieder aktuell, da die Frage nach dem Impressum. Ich kann es nur immer wieder betonen, wenn ihr keine Anzeigen auf eurer Webpräsenz habt, wenn ihr nicht geschäftlich tätig seid und so weiter, dann kann ich es, gerade wenn ihr weiblichen Geschlecht seid, gut verstehen, wenn ihr dann sagt, ich möchte kein Impressum haben, weil ich mich nicht, Stichwort Ariane Friedrich, von irgendwelchen Leuten stalken oder von denen verfolgt wissen will. Ja, da ist eine Frage, ich kann es... Nein. Also geschäftsmäßig bedeutet, man muss schon irgendwie so gucken, dass man ein bisschen ordentlich Geld damit verdient. Also es muss irgendwie so einen gewerblichen Zweck haben. Aber die Auflösung... Was? Ja, das wäre ein guter Gesichtspunkt. Also da ich auf meinem Blog zwar ein Impressum habe, glaube ich, ja, ich habe eins, Auch das wird nicht reichen, weil es eben sozusagen keine richtige Vergütung ist, sondern sozusagen ein Geschenk von anderen. Aber die Lösung kommt ja gleich. Ja? Wenn ihr privat unterwegs seid, wie auch immer, von mir aus auch mit einigen Google-Anzeigen und so weiter, ihr müsst kein Impressum haben, das ist nicht erforderlich. Und euch kann auch keiner dazu zwingen. Wo es kritisch wird, ist im geschäftlichen Bereich, da gibt es eben die Möglichkeit, dass man zum Beispiel wegen Wettbewerbsverstößen abgemahnt wird. Allerdings, und das ist jetzt der Trost für den Fragesteller da, den ich aus diesem Blickwinkel gar nicht mehr sehen kann, wegen der Scheinwerfer, auch da ist es so, dass viele Gerichte sagen, na gut, wenn das so kleingewerblich ist, dann ist das alles auch kein großes Problem, denn das ist kein relevanter Wettbewerbsverstoß, sodass man deswegen nicht abgemahnt werden kann oder sonstigen Ärger bekommt. Also, Blogs müssen kein Impressum haben. Nach dem Gesetz ist es gefordert, aber wenn ihr dagegen verstößt, kann eigentlich nicht groß was passieren. Also ihr merkt, ich rufe hier zum offenen Rechtsbruch auf, die Leute, die kein Impressum haben wollen. Da stehe ich aber wirklich dahinter. Ich kenne keinen, dem in dieser Richtung bisher etwas passiert ist. Ich hatte mal einen Mandanten, der ist mit einem Auto hinter einem Bus hergefahren und hat sich über den Busfahrer beschwert, ja, in seinem Blog. Der hat nämlich dann in seinem Blog geschrieben, was da passiert ist. Da war Folgendes, er wollte sich von diesem Busfahrer nicht weiter nötigen und drängeln lassen, hatte dann bei diesem Busunternehmen angerufen, auch von der Fahrt aus, und gesagt, kann ich mal den Chef sprechen? Und da haben die gesagt, nee, der ist auf der A1 Richtung Wuppertal. Ja, das war der Mann vor ihm im Bus, ne? Und diese Geschichte hat er in seinen Blog geschrieben, die ist ja auch zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Und das war auch mit einem Outing verbunden, er hat nicht den Namen des Busfahrers, aber den Namen der Firma genannt und dann wusste man natürlich auch, wer der Inhaber ist. Die heißen ja alle mit Namen selber so. Und
Ja, das führte dann dazu, und damit ihr seht, wie intensiv das verfolgt wird, dass der Mann also dann eine Anwaltskanzlei eingeschaltet hat, übrigens eine in Hannover, in der früher mein Bundespräsident gearbeitet hat. Ja, das stand da also noch, stand da noch also wirklich drauf, der ehemalige Bundespräsident als Anwalt, der hat es allerdings nicht selber bearbeitet. Ja. Und die haben das also ganz wichtig gemacht, und da, nachdem ich dann natürlich gesagt habe, also Anwaltsgeheimnis, ich kann euch jetzt nicht den Namen und die Adresse meines Mandanten, der kein Impressum hatte, nennen, haben die es dann über die Ordnungsbehörde versucht. Ja? Und das ist dann in Niedersachsen, ist das dann, glaube ich, irgend so ein Lebensmittelüberwachungsamt. Ja? Da ist dann natürlich ein Beamter, der dann erstmals in seinem Leben so eine Anzeige auf den Tisch bekommen hat, fast in Ohnmacht gefallen. Der wusste wahrscheinlich auch nicht, was das ist, ein Blog. Und ein Impressum stellte seine Zuständigkeit fest und schrieb mir dann einen Brief. Ja? Dem habe ich dann nochmal gesagt, ich kann da keine Antwort drauf geben und meine Unterlagen beschlagnahmen dürfen Sie sowieso nicht. Und dann habe ich nie wieder was davon gehört. Also so viel dazu, wie intensiv Verstöße gegen die Impressumspflicht in Deutschland verfolgt werden. Schwieriger ist es natürlich, oder nicht schwieriger, aber eine andere Frage ist natürlich die, die sich vielen stellt, brauche ich auf Twitter und Facebook sowas? Wenn ihr da, da gilt das Ähnliche wie bei Blogs und Foren, wenn ihr da in irgendeiner Form gewerblich tätig seid, dann würde ich schon dazu raten, mich da nicht in der Anonymität zu verstecken, sondern zu versuchen, da irgendwo was reinzusetzen, was wie ein Impressum aussieht. Ist ja nun auch gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Es gibt ja auf Twitter dann oben so eine Statusleiste, wo man was reinschreiben kann. Bei Facebook, da ich nicht drauf bin, müsst ihr mir es erklären. Aber irgendwie kriegt man das ja schon unter. Man kann ja irgendwo eigenen Text reinmachen. Ob man dann jetzt wirklich die gesamten Voraussetzungen, also Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Fax, Telekopierer, Fernschreiber und so reinschreiben muss, ist eine andere Frage. Ich denke, der gute Wille genügt da. Wer kein Impressum haben will, das ist meine Botschaft an euch, lasst es weg, solange ihr keine Firma habt. Ja, wenn er natürlich erkennbar ist und leicht verfolgbar ist, reicht er völlig aus. Ja? Also die Aussage ist, wenn ihr schon kein Impressum braucht, dann reicht ein Link auf jeden Fall. Ja? Also die Frage ist, wie ist das mit Disclaimern, dass man nicht für irgendwelche Links und ähnliche Dinge haftet. Ich kann euch in diesem Punkt nur empfehlen, lasst bitte dieses Urteil Landgericht Hamburg von 1986, diesen Textbaustein weg. Dieser Textbaustein hat das Problem, in dem Urteil steht noch nicht mal das drin, was daraus zitiert wird. Ja, das steht da gar nicht drin. Also das ist so ungefähr wie der Pudel, auch so ein Hoax, da hat einer einfach mal was abgeschrieben und das geht um ganz anderen Sachverhalt. Also hat zwar auch mit Online-Recht zu tun, bringt aber nichts. Damit blamiert man sich eher. Disclaimer haben das Problem in Deutschland, die sind ja sowas wie allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja? Und ihr wisst, allgemeine Geschäftsbedingungen in Deutschland, das ist ja das Glück von uns Kunden, sind ja meistens unwirksam. Also es bringt überhaupt nichts, da reinzuschreiben. Wichtiges, gutes Beispiel ist ja kreativ. Lieber Leser, wenn Sie sich durch irgendeinen Inhalt auf den Schlips getreten fühlen, gehen Sie doch bitte nicht direkt zum Anwalt, sondern rufen Sie mich an, schicken Sie mir eine Mail oder eine Private-Nachricht auf Google Plus oder was auch immer. Wir können doch über alles reden. Ja? Selbst wenn derjenige das nicht macht, ist die Abmahnung, die er euch schickt, dann halt, wenn sie durchsetzbar ist, geht die durch und ist rechtmäßig, aber man kann da nicht sagen, also ich zahle zum Beispiel die Anwaltskosten meiner begründeten Abmahnung deswegen nicht, weil ich ja diesen tollen Disclaimer auf der Seite habe. Man kann zum Beispiel auch die Haftung für Links nicht ausschließen. Das ist vielleicht bedauerlich, weil man ja nie weiß, auch wie sich Links entwickeln. Ja? Heute ist es noch der Pudel, morgen ist es vielleicht was ganz anderes hinter dem Link. Und Da kommt man nicht drum rum, da werden wir auch gleich im Folgenden noch kurz drüber sprechen, wie das eben mit den Inhalten ist, wie man am besten klarkommt. Also Disclaimer würde ich mir sparen, die bringen nichts, weil sie in der Regel unwirksam sind. Wenn sich natürlich jemand dran hält, euer Glück, herzlichen Glückwunsch. Datenschutzerklärung, alter Hut, ja, wurde unter Juristen jahrelang diskutiert und gemacht und so. Datenschutzerklärung findet ihr heute praktisch nur noch auf Seiten wie der Deutschen Bahn, der Siemens AG, Daimler-Benz. Ich glaube, ich habe einen Sponsor pflichtgemäß erwähnt jetzt. Ne? Für den Normal-User spielt das alles keine Rolle. Ich habe ja von vornherein gesagt,
Ich mache das nicht auf meine Seite, weil das jetzt kein großes Geheimnis ist, was ich mit den Daten mache. Und wenn es einem stört, verklagt mich doch bitte, es ist nichts passiert, obwohl das jetzt schon jahrelang in der Diskussion ist. So, jetzt zu den Dingen, wie man selber postet. Ihr müsst bei Fotos eigentlich nur eines wissen. Ja? Ist das Foto von euch, dann dürft ihr es grundsätzlich posten. Ist es nicht von euch, dann müsst ihr euch darüber vergewissern, dass ihr die Rechte an dem Foto bekommt. Ja? Also ein Foto, sagen wir mal, ein Student hat in der Mensa das Mittagessen, die Erbsensuppe fotografiert, verwackeltes Bild, künstlerisch nicht gerade ausgefeilt, und ihr übernehmt das, weil ihr sagt, der spinnt wohl, ich bin auch Student, die Erbsensuppe war klasse, ja, auf eure Seite, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung und ihr könnt nicht sagen dann, ja, das ist doch ein Scheißfoto, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja? Ja? Also jedes Video, das man nimmt, egal wie schlecht der Content sozusagen ist, ist urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet, immer darauf achten, gerade wenn man eben Fotos und Filme übernimmt, habe ich die Rechte daran. Es gibt jetzt aktuell wieder ein Beispiel, das passiert auch auf Facebook und in Blogs. Es gibt ein Foto, es tut mir leid, dass ich heute nur so sexistischen Inhalt habe, aber das ist auf meinem Schreibtisch, liegt das Foto nicht nur, sondern auch der Fall dazu. Da gibt es das Foto, da radelt ein älterer Herr durch den Park, man sieht ihn auf seinem Fahrrad mit dem Rücken und er lächelt so und pfeift und ihm kommt eine Frau entgegen, bei der man zuerst nicht merkt, was Sache ist, aber sie ist oben ohne. Ja? Also so ein typisches Witzfoto im Prinzip und drunter steht You made my day. Ja? Geht hunderttausendfach auch durch soziale Netzwerke. Das Problem ist, 99.800, die das posten, wohnen nicht in Deutschland und haben damit überhaupt kein Problem. Die anderen 200, die trifft es, weil der Fotograf ist A, Deutscher und er lebt von seinen Fotografien. Ja? Und dem ist das herzlich egal, ob das schon 300.000 Mal woanders veröffentlicht worden ist, denn er geht jetzt wegen der Veröffentlichung dieses Fotos auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken und Blogs gegen die Leute vor, die das Foto auf ihre Seite stellen. Und die Mandanten, die deswegen zu mir gekommen sind, die haben alle Folgendes gesagt: Ja, das ist ja lustig, das Bild, sowas kriegt man doch jeden Tag geschickt und es war doch schon überall zu sehen. Ja? Wie ich gerade gesagt habe, jedes Foto, egal ob andere auch schon das Urheberrecht daran verletzt haben, ist geschützt und dieser Fotograf hat natürlich das Recht auf seiner Seite zu sagen, ich kann ja nichts dafür, wenn das schon zehntausende Male woanders raubkopiert worden ist, du hast das jetzt gemacht und du haftest dafür. Und er möchte 400 Euro für sein Bild. Und die Begründung ist ganz witzig. Er hat gesagt, er würde es ja eigentlich nicht abmahnen und Geld dafür verlangen, wenn ihm wenigstens schon mal zwei oder drei Leute irgendwie das Foto abgekauft hätten. Aber sein Bild ist im Internet groß und berühmt und wird überall verbreitet, aber er hat eben über die wirklichen Kanäle seiner Agentur oder so noch nie einen Cent dafür gesehen. Ja? Also, wenn es fremde Fotos sind, bitte gucken. Es gibt da auch keine Fahrlässigkeitshaftung. Man kann da nicht sagen, ich habe das einfach nicht geahnt und das haben andere, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch gemacht. Haut alles nicht hin. Urheberrecht ist da knallhart. Man braucht da nicht vorsätzlich zu handeln. Wie ist es? Ja, Bildzitat, da kommen wir gleich zu, und Textzitate. Interessantes Thema, das ich vorhin mit Kollegen hier besprochen habe, die auf der Republika sind. Wie ist das jetzt zum Beispiel mit Bildern, an denen man zwar die Rechte hat, ja, also man hat sich zum Beispiel bei einem so dieser Stockfotos für seinen Blog für 2,50 Euro so ein Bild gekauft, aber man schreibt dann die Ankündigung des Beitrags, wie das heute ist, man kündigt ja seine Beiträge überall an, du schreibst das in deinem Blog und dann schreibst du auf Google Plus, ich habe was in meinem Blog geschrieben und auf Twitter, ich habe was in meinem Blog geschrieben und bei Facebook wird das dann repostet, ich habe was in meinem Blog geschrieben. Ne? Und da werden ja die Bilder dann sozusagen rausgesaugt. Schön aufpassen kann ich da nur sagen, wenn zum Beispiel dann diese Wiederveröffentlichung nicht mehr mit der Lizenz zusammenpasst, also wenn es dann konkret so ist, dass man zum Beispiel von der Lizenz die Auflage hat, dass man den Urheber und die Agentur nennen muss. Ja? Es gibt ja solche Agenturen, die machen das auch kostenlos und setzen aber als Bedingung, dass ihr den Urheber und die Quelle nennt.
Wenn das dann bei Google Plus oder bei Facebook so durchläuft, ohne die Quellenangabe, kann das, ich betone, kann das auch als Urheberrechtsverletzung gewertet werden, möglicherweise schon wegen der Lizenzverletzung. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so schlechte Nachrichten überbringen muss, aber ich würde dazu raten, gerade bei solchen Bildern wirklich darauf zu überlegen, ob man die dann in dieser Vorankündigung nicht löscht. Selbes Problem haben wir ja bei Fotos auch bei Pinterest. Ja? Das Thema ist euch bekannt, dass da auch so ein Bildermischmasch betrieben wird. Das ist ganz heikel und dieses Unternehmen hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, was das deutsche Urheberrecht angeht. Da wurde ja dann teilweise fast dazu animiert, das zu machen. Aber ich glaube, Pinterest, das hatte nur so seine 15 Sekunden Ruhm, oder? Ist das noch aktuell? Ist noch? Ja. Also wenn dein Blog, wenn du Blogger bist und dein Blog ist in Deutschland gehostet, dann gilt, wie bitte? Wenn du Facebook-Profil hast oder Blogger bist und du besitzt in Deutschland und du veröffentlichst auf Facebook etwas, dann gilt für dich deutsches Urheberrecht. Dann kannst du nicht sagen, wie Facebook das gerne sagt, wir sind ein irisches Unternehmen oder ruf doch mal in Amerika an, ja? 0800er Nummer, ja. Nee, also du bist dann mit dran und für dich gilt also das deutsche Recht. Stichwort, die Pinnwand auf Facebook war ja für die Facebook-Nutzer oder für die Google-Plus-Nutzer auch, irgendwas läuft ja an Content immer durch. Da gab es vor Wochen eine große Diskussion über eine Abmahnung, die da so die Runde machte. Da wurde jemand abgemahnt, weil in seine Facebook-Pinnwand ein Dritter ein Foto eingestellt hat, das urheberrechtlich geschützt war. Hier kann ich ausnahmsweise mal Entwarnung geben. Wenn ein Dritter sozusagen einen Kommentar auf deinem Facebook-Profil hinterlässt, dann gelten die ganz normalen allgemeinen Regeln, die auch für Forenhaftung oder Blockhaftung gelten. Und die können wir jetzt hier auch ganz kurz nochmal besprechen. Die Pinnwand ist nämlich im Prinzip, zumindest aus meiner Sicht, nichts anderes als die Kommentarfunktion bei einem Blog oder bei einem Forum. Das bedeutet, das ist Content Dritter, der bei euch eingestellt wird. Und falls es noch nicht angekommen sein sollte, da hat sich ja die Rechtsprechung deutlich liberalisiert zugunsten der Blog- und Forenbetreiber. Das bedeutet, wenn ich einen Blog habe und Kommentare zulasse, dann bin ich A, nicht verpflichtet, diese Kommentare ständig zu lesen. Ja? Also es gibt nicht die Pflicht, samstags abends um 2 Uhr ins Bett zu fallen und dann schon sonntags morgens um 7.30 Uhr wieder vorm Rechner zu sitzen und zu gucken, wer hat denn da kommentiert. Ich bin auch nicht verpflichtet, Inhalte, bei denen ich es nicht eindeutig bewerten kann, auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Ja? Also wenn zum Beispiel jemand ein Foto auf eurer Pinnwand postet und es für euch oder für jeden vernünftigen Dritten nicht sofort klar ist, dass es kann eigentlich nur eine Urheberrechtsverletzung sein, zum Beispiel weil da unten rechts C Getty Images draufsteht auf dem Foto, dann müsst ihr das nicht rausnehmen, sondern eigentlich gut für Blogger und alle Publizisten im Netz. Die Forenhaftung hat sich mittlerweile so eingespielt, dass man sagt, der Blogger und der Forenbetreiber und der Facebook-Nutzer, wer auch immer, muss eigentlich nur Dinge rausnehmen, die er sofort als rechtswidrig erkennt. Mir ist bislang kaum ein Content untergekommen, den man als rechtswidrig erkennt und den man nicht sowieso löschen würde. Ja, das sind ja die üblichen ausländerfeindlichen Sprüche, Rassismus und Ähnliches. Ich denke, das ist selbstverständlich, dass man die löscht. Sondern man kann darauf sich verlassen, dass andere einen sozusagen in Kenntnis setzen. Also derjenige, der sein Recht verletzt sieht, ist verpflichtet, euch anzuschreiben, anzumelden und zu sagen, lieber Freund, bei dir hat jemand kommentiert und ein Bild veröffentlicht, das finde ich nicht gut, denn dieses Bild gehört mir. Oder, Stichwort Ariane Friedrich, hier werden mein Klarname, meine Adresse genannt und ich werde wegen irgendwelcher Sachen denunziert. Also die Blog- und Forenhaftung hat sich mittlerweile wirklich eingespielt. Wenn ihr so eine Abmahnung bekommen solltet, dann kommt die von einem Anwalt, der mit der Materie noch nie zu tun hatte. Ja? Also das kann man einfach nicht mehr machen, dass man solche Äußerungen sofort abmahnt. Ich meine, der Versuch ist es natürlich immer wert. Es gibt auch Leute, die fallen darauf rein. Aber in der Regel ist es eben so, dass ihr euch wirklich zurückziehen könnt und sagen könnt, du hast mich vorher nicht in Kenntnis gesetzt, also Abmahngebühren bezahle ich nicht. Eine Frage hätten wir hier. Ja, bitte.
Wie sieht denn das aus mit der Beweispflicht? Wenn ich zum Beispiel etwas habe, was ich quasi wegschalte, wie hebe ich das auf? Oder wie sammle ich das? Zum Beispiel wenn Bilder in einem Kommentar untergebracht werden, die rechtswidrig sind. Auf der einen Seite muss ich das ja nachweisen, auf der anderen Seite muss ich es löschen. Das Löschen bedeutet natürlich von der Veröffentlichung wegnehmen, also auch von der Präsenz wegnehmen. Du bist natürlich nicht verpflichtet, das jetzt nicht mal irgendwo abzuspeichern. Du kannst das natürlich irgendwo abspeichern zu Beweiszwecken, falls es später Ärger gibt. Also, du verletzt ja nicht das Urheberrecht, wenn du ein Foto auf eine Festplatte speicherst. Du veröffentlichst es ja dann nicht mehr. Welche zum Beispiel? Ja, ich habe zum Beispiel das Problem gehabt, dass wir Communities betreiben und da war Kinderpornografie drin. Da kam jemand von LKA, weil sie es selber nicht digital haben wollten und wollten eine DVD davon haben. Also der ich einzige... Ich habe das angezeigt. Ja, du sprichst eigentlich, das kann ich vielleicht sagen, der einzige illegale Inhalt, den man wirklich in Deutschland nicht besitzen darf, digital, ist Kinderpornografie. Also wer damit in Berührung kommt, der kommt wirklich in die Bredouille, weil schon der Besitz sozusagen strafbar ist. Und da sind schon viele Leute, haben Probleme bekommen, wenn auf deren Seiten solche Links oder Inhalte gar gepostet worden sind, dass die damit mit den Ausdrucken zur Polizei gegangen sind und dann schlaue Polizisten gesagt haben, ja, vielen Dank, dass Sie eine Anzeige machen, aber wir ermitteln jetzt erstmal gegen Sie wegen Besitz. Also es ist wirklich passiert, ich habe Mandanten verteidigt deswegen, da wird dann ganz eisern ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so nach dem Motto, ja, ist ja nicht unser Problem, steht so im Gesetz, kommt natürlich am Ende nichts bei raus, außer Spesen nichts gewesen, aber unerfreulich ist es trotzdem. Also alle anderen Inhalte kannst du natürlich abspeichern. Ja? Diese Inhalte, um das nochmal zu sagen, aufpassen, die nicht irgendwo, wenn sie denn mal da sein sollten, auf der Festplatte lassen, sondern das wirklich löschen. Ob nach dem, was ich gerade gesagt habe, jemand dann noch riskiert, damit seiner Festplatte oder seinem Rechner oder den Ausdrucken zur Polizei zu gehen, das überlasse ich euch gerne. Also wenn mir das passieren würde, ich glaube, ich würde den Inhalt unwiederbringlich löschen, aber mich nicht der Gefahr einer Hausdurchsuchung aussetzen wollen, sondern dann lieber entweder gar nichts sagen oder eine anonyme Anzeige machen. Das kann ich nicht empfehlen, so etwas als Person zu melden, weil das gibt immer nur Ärger. Es ist leider so. Gut. Es wurde vorhin angesprochen, bei Texten ist es ein bisschen anders als bei Fotos. Texte sind nicht immer absolut geschützt. Also im Rahmen des sogenannten Zitatrechts insbesondere ist man berechtigt, fremde Texte zu kopieren bzw. zu übernehmen. Aber das Zitatrecht setzt immer voraus, dass ihr euch mit dem Inhalt, den ihr übernehmt, richtig auseinandersetzt. Es muss also eine inhaltliche Auseinandersetzung sein. Was zum Beispiel keine inhaltliche Auseinandersetzung ist, ist das, was man immer wieder im Blog sieht, geiler Artikel auf Zeit Online. Ich weiß, das ist ein Widerspruch in sich, aber es soll ja mal vorkommen. Ja? Ich hoffe, der mein Mitgrimme Online Award Preisträger Kai Biermann ist nicht im Saal, war nicht persönlich gemeint. Dann einfach nur sagen, hier, toller Inhalt und lest euch das mal durch und dann erstmal den ganzen Artikel, sozusagen das gesamte Zeitdossier, da copy and paste in den eigenen Blog, da kann man sich dann nicht auf das Zitatrecht herausreden. Das Zitatrecht bedeutet, eine eigene Auseinandersetzung muss erfolgen, also man muss sozusagen, darf nur den zitierten Text nehmen, den man zu der Diskussion über das jeweilige Thema braucht und es muss sich im Rahmen halten. Bei Zeitungsartikeln ist es zum Beispiel immer schlecht, wenn man nur den letzten Absatz nicht kopiert, aber alles andere vorher, das geht nicht. Aber wenn ihr was zitieren wollt, ist das durchaus zulässig. Ich weiß, dass es mittlerweile auch Leute gibt, die dann ganz knickerig sind und sagen, der Satz gehört ja mir, ja? Stichwort Markenrecht. Ich hatte in meinem Blog mal was geschrieben, da ging es um so ein Thema Sicherstellung und Hausdurchsuchung und alles Mögliche, habe ich eine kleine Liste veröffentlicht und da wurde unter anderem eine Dönerherstellungsmaschine vom Typ Vakona sichergestellt. Ich habe mir dabei nichts gedacht, das zu schreiben, bis mich der Firmeninhaber des Unternehmens Vakona anrief und ganz empört mich aufforderte, ich soll das Wort Vakona aus meinem Blog löschen, mit der Begründung, das ist mein Wort. Das war für mich, das hat er gesagt. Und ich dann gesagt, kommen Sie mal zur Republika, dann erkläre ich Ihnen das. Ja. Also, vielleicht ganz interessant, nicht nur Zitate sind möglich, man darf zum Beispiel auch Marken erwähnen. Ja.
jetzt um einen abgedroschenen Politikerspruch zu zitieren, wo kämen wir denn hin, wenn man in einem Blogbeitrag nicht schreiben könnte, mein neuer Porsche ist schön, aber die Bremsen sind etwas laff. Ja? Wenn dann Porsche sagen würde, gut, Meinungsfreiheit, die Bremsen sind vielleicht auch nicht besonders toll, aber wir wollen das Wort Porsche nicht. Ja? Oder Coca-Cola, McDonald's und so weiter sagen können, du darfst unsere Burger kritisieren, aber wir wollen unseren Namen nicht, denn der ist markenrechtlich geschützt. Also lasst euch da nicht blöffen, das kommt offensichtlich vor, dass Leute dann sagen, sie erwähnen unsere Marke, also Dönerhersteller insbesondere. Man darf Markennamen natürlich zitieren und wiedergeben, solange man das nicht im geschäftlichen Verkehr tut. Und im geschäftlichen Verkehr tut ihr das nur dann, wenn ihr mit diesem Unternehmen in einem Wettbewerbsverhältnis steht. Ja? Also wenn ihr auch Autos herstellt oder Döner-Aufspießungsgeräte oder was auch immer das gewesen ist. Ganz interessant vielleicht auch noch, das Zitatrecht gilt auch, das wurde vorhin ja angesprochen, für Bilder. Allerdings nur in einem sehr eingeschränkten Maß. Da braucht man schon eine erhöhte Notwendigkeit, um das Bild komplett zu zitieren. Ich hatte neulich mal den Fall, da ging es darum, dass sich Wattenschützer und Surfer, Kitesurfer in Ostfriesland am Strand, am Meer, Strand gibt es ja im Wattenmeer halt, bekriegt haben. Da ging es um Folgendes. Die Kitesurfer hatten ein Bild, das ein Umweltschützer fotografiert hatte, der beweisen wollte, dass diese Windsurfing-Dinger, die Gänse stören und so weiter, manipuliert. Ja? Das heißt, die haben das nicht nur abgedruckt, sondern auch nur mit Photoshop so verfremdet, dass die Perspektive verzerrt war, um dann sagen zu können, ha, der betrügt ja und so weiter. Ja? Also doppelter Missgriff. Zitatrecht hätte man ja noch drüber reden können, aber da kam dann hinzu die Verfremdung des Fotos. Das wurde dann ganz kompliziert und für die Kitesurfer auch nicht ganz billig. Ja, das ist so ein Verein, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, aber das war schon ziemlich dreist. A, das Bild zu übernehmen, ja, ohne zu fragen, und B, es dann auch noch zu verfälschen. Was mich zu der grundlegenden Aussage führt, wenn man Bilder zitiert, bitte nicht dran rumfummeln, ja, das bringt nichts. Also zum Beispiel dann auch nicht den Pudel durch was anderes austauschen. Ja, ich will jetzt keine Rechtsberatung für Frau Friedrich betreiben. Sowas kommt am Ende raus. Ja? Was vielleicht ganz wichtig ist, jetzt auch für Blogger und Forenbetreiber und so weiter, wenn dieses Leistungsschutzrecht kommt, ja, das hat zwar mit sicherem Publizieren nichts zu tun, aber das hat vielleicht mit dem Monetarisieren von Publizieren zu tun. Es besteht eine gewisse Möglichkeit, dass das Leistungsschutzrecht natürlich auch Bloggern zugutekommt. Man sieht ja heutzutage, dass die Medien sehr viel gucken, was läuft in Blogs und in Foren und auf den Zug aufspringen. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass man seinen eigenen Blogbeitrag sozusagen ungefragt irgendwo in der Online-Ausgabe eines führenden deutschen Mediums, Online-Mediums wiederfindet. Das kann für uns alle, die wir bloggen und schreiben und publizieren, vielleicht auch dazu führen, dass wir Geld bekommen. Der Gesetzentwurf liegt natürlich noch nicht vor, aber ich gehe davon aus, dass die Lobbys, der Verleger und so weiter wahrscheinlich alles dran setzen werden, dass es doch bei der Einbahnstraße bleibt, dass also im Zweifel nur wir Blogger was bezahlen müssen, wenn wir mal was aus Spiegel Online oder Welt Online zitieren, aber dass das umgekehrt nicht gilt. Nur wenn ihr vielleicht ein Augenmerk darauf habt, es gibt vielleicht dann den richtigen Zeitpunkt als Blogger oder sonstiger Publizist im Netz mal an seinen Bundestagsabgeordneten zu schreiben, dass diese Ungerechtigkeit dann wenigstens nicht Wirklichkeit wird. Die Forenhaftung haben wir schon besprochen. Wichtig ist auch noch, was ihr selber schreibt. Ja, bitte? Bitte, einen Moment. Moment. Mikro kommt. Dankeschön. Diesen geilen Zeitartikel mit einem Link versehen zitiere, also ja, den Artikel, so die Verlinkung sozusagen herstelle. Ja. Was passiert dann? Fällt das da drunter oder ist das der Link auf die Seite der Zeit dann nicht mehr das Thema? Also wenn den ganzen Artikel abdrucken und den Link setzen? Nein, ich nehme nur die Äußerung, die Sie gerade selber brachten, ja, und setze den Link darunter. Schaut es euch an, hier steht es. Ach so, ja gut, ich sage das gerne nochmal. Das ist ja seit dieser berühmten Paperball-Entscheidung eigentlich geklärt, aber schön, vielleicht ist das für andere auch interessant. Links setzen ist kein zu eigen machen fremden Inhalts. Das heißt,
wenn ich in meinem Blogpost sage, Spiegel Online berichtet heute über die Republika und dann einen Link drunter setze, dann ist das kein urheberrechtsfähig oder urheberrechtlich fragliches Zitat oder ähnliches. Also Links sind völlig unproblematisch. Eine andere Frage ist natürlich, da kommen wir wieder zu den heiklen Inhalten, ob man sich mit Links auf gewisse Seiten gefallen tut, aber das sollte man ja sowieso grundsätzlich unterlassen. Links sind nicht der Inhalt. Also verlinken wird auch in Zukunft nicht verboten werden können. Entschuldigung, ja? Ich würde gerne auch noch eine Frage zu Bildzitaten stellen. Ja. Und zwar, wie ist es denn mit Kunstwerk? Oder ich habe einen Fotoblog und wenn ich dann Malereien fotografiere, dann entstehen da auch Verfremdungen zum Beispiel oder so. Wie verhält sich das da? Ja, die Fotografie von Malerei und Schlössern und Seen, die irgendwie im Kulturbesitz sind, ist natürlich ein ganz heikles Thema. Es gibt ja diese Entscheidung, die geht, glaube ich, um das Schloss Sanssouci, wo ein Profifotograf den freien Zugang zu dem Park genutzt hat, um dann selber Kalender zu produzieren. Und die Parkverwaltung dann gesagt hat, nein, das dürfen nur wir. Also Gebäude und Ähnliche können dann auch schon wieder urheberrechtlich geschützt sein. Das ist eine Spezialmaterie, das können wir vielleicht im Anschluss besprechen. Ihr kennt das ja vielleicht noch, als Christo den Reichstag verhüllt hat. Ja? Da durfte man die Fotos, die da geschossen worden sind, auch nicht gewerblich verwenden, weil es eben sozusagen die Wiedergabe-Reproduktion eines urheberrechtlich geschützten Kunstwerkes war. Also wenn man es natürlich jetzt wenn man im Louvre oder in einem anderen Museum Bilder fotografiert und die in seinen Blog stellt, dann wird es hier an der Gewerblichkeit fehlen, sodass ich, wenn man da kein Geld mit verdient, da eigentlich keine Probleme mit hätte. Aber alles andere, wenn man dann also Geld dafür nimmt, kann durchaus problematisch sein. Ich wollte noch kurz, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Ist jemand da? Wir haben noch ungefähr 5 Minuten, allerdings gibt es sehr viele Fragemeldungen, vielleicht können wir das noch... Gut, ich wollte nur sagen, nochmal eingangs der Fall Ariane Friedrich. Wenn ihr was publiziert, ist natürlich immer die Frage, wie hafte ich selber für die Inhalte, die ich schreibe. Blogs werden ja nicht deswegen gelesen, weil sie Mainstream sind, sondern weil man wird gelesen, wenn man kritisch ist und irgendwo aneckt. Das bedeutet im Kern, wichtig ist immer, dass ihr euch klar darüber seid, äußere ich eine Meinung. Wenn ihr eine Meinung äußert, ist das relativ unproblematisch. Das heißt, Meinungen sind stark vom Grundgesetz geschützt. Also meine Meinung zum Beispiel, auf der Bühne der Republika ist es schweineheiß, ja, und das ist ja kaum auszuhalten, hat einen Tatsachenkern, aber mein nachfolgender Referent wird das wahrscheinlich ganz anders sehen und sagen, ist doch eigentlich ganz easy hier oben, trotz der Scheinwerfer. Also diese Meinung kann mir sozusagen keiner nehmen. Aber man äußert natürlich nicht nur eine Meinung, sondern äußert auch gleichzeitig immer Tatsachen, weil sonst würde die Meinung im luftleeren Raum stehen. Und das Problem ist bei unseren Gerichten, dass die nicht vorhersehbar unterscheiden können zwischen Tatsachen und Meinungen. Ja, gerade die niedrigeren, also die unteren Gerichte, mit denen man am Anfang immer zu tun hat, die neigen dazu, gerade wenn sie in Hamburg, Köln oder Berlin sitzen und dann demgemäß auch immer angerufen werden, weil man eben weiß, dass sie das sind, die neigen dazu zu sagen, nein, das ist ja keine Meinungsäußerung, sondern eine Tatsachenbehauptung. Ja? Das führt nämlich dazu, wenn ihr eine Tatsache behauptet, muss diese Tatsache wahr sein. Ja? Eine Meinung darf man vertreten, auch absurde Meinungen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, die Steckdosen eines chinesischen Herstellers sind gefährlich, weil da kriegt man leicht einen Stromschlag, wenn die 3 Monate alt sind oder älter als ein Jahr sind, dann ist das eine Tatsachenbehauptung und der chinesische Stromhersteller wird bei den richtigen Gerichten gesagt bekommen, du hast hier eine Tatsache geäußert. Und das Problem ist bei den Tatsachenbehauptungen, die ihr in euren Blogs und Foren macht, ihr müsst beweisen, dass diese Tatsache richtig ist. Ja? Also wer sich zum Beispiel, das ist jetzt wirklicher Fall, über chinesische Steckdosen äußert, muss dann im Zweifel dem Gericht beweisen, dass die tatsächlich einen Stromschlag verursachen, wenn die 6 Monate alt sind. Also viel Spaß beim Bezahlen des Sachverständigengutachtens. Ja? 10.000 Euro später ist man dann schlauer. Das ist nämlich das große Problem bei uns, dass wenn man Tatsachen schreibt, man immer in der Beweislast dafür ist als Äußernder, dass diese Tatsachen richtig sind. Deswegen nochmal mein Tipp. Ja? Es gibt keine Patentrezepte, wie man sich in Blogs und Foren äußern könnte. Aber je kritischer das ist, was ihr schreibt, desto eher solltet ihr darauf achten, dass ihr das zumindest in das Gewand einer Meinung einsortiert. Ja? Die Gerichte sagen zwar auch immer, der Satz, ich meine oder es könnte sein oder nach meinem Dafürhalten, das reicht nicht, aber es hilft.
Also lieber eine Meinung äußern, als eine Tatsache behaupten, die ich nicht beweisen kann. Und ich spreche hier gerade, wenn man über Prominente schreibt oder so, die sind sehr empfindlich. Ja? Da hagelt es also jeden Tag Klagen, auch gegen Blogs. Und da wird man immer wieder mit ganz bösen Dingen überrascht, wo man denkt, ah, ich wollte ja nur ein bisschen ironisch sein, Satire schreiben, witzig sein. Und dann sagen ein Gerichte plötzlich, oh, das ist ja eine Tatsachenbehauptung. Dann beweise du doch mal bitte, dass die Schauspielerin XY eine dumme Kuh ist, ja? Also, ja, bitte? Hier hinten. Dankeschön. Kurze Frage. Wir haben jetzt einiges an Verletzungen gehabt. Rechtsverletzungen beim Text, bei Bilder, aber auch Rechtsverletzungen, was Persönlichkeit, was Mobbing angeht. Ist Ihrer Erfahrung nach in der Rechtsprechung, wird da die Reichweite, die Dynamik, wenn etwas im Netz passiert, anders gewichtet? Wenn ich jemanden auf dem Schulhof mobbe, dann ist das eine Sache, aber wenn ich das über das Internet mache, dann entfaltet das in der Regel eine Dynamik, die kaum noch zu stoppen ist. Ja, der Fall Friedrich zeigt ja, wie groß diese Dynamik sein kann. Natürlich hat eine Rechtsverletzung ein anderes Ausmaß, ob ich diese gegenüber einer Schulklasse begehe oder ob ich es online schreibe, wobei die Gerichte meiner Auffassung nach häufig den Fehler machen, dass sie davon ausgehen, dass jedes Blog ja theoretisch weltweit erreichbar ist und von der ganzen Welt gelesen werden kann und dass das dementsprechend auch der Fall ist. Ja? Also nach meiner Erfahrung fällt man immer groß drauf rein, wenn man dann sagt, ja, mein Mandant hat zwar einen Blog, aber das hat ja am Tag nur 17 Aufrufe und davon 12 mal er selber, weil er die Seite ändert. Ja? Das haut nicht hin. Also man muss schon, wenn man im Internet publiziert, damit rechnen, dass die Gerichte sagen, theoretisch ist das ja von 7 oder 8 Milliarden Menschen auf der Welt erreichbar und dann hängt man da halt am Fliegenfänger. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Vielleicht, wenn wir gleich bei der Fragerunde bleiben. Gerne. Und wir bleiben auch hier hinten, damit du das auch sehen kannst, gegen das Licht. Hallo. Meine Frage ist über, um einen konkreten Fall zu geben, wieder mit dem Ariane Friedrich. Ja. Sie hat den konkreten Namen genannt, TED aus A, und das durfte sie nicht. Okay. Der TED ist abgekürzt von mir. Das habe ich verstanden. Ja. Was, wenn das ein virtueller Name wäre? Wenn das tatsächlich nur TED aus A gewesen wäre, hätte sie dann TED aus A sagen dürfen? Ja, weil TED aus A, das ist nicht mehr individualisierbar. Ja? Aber TED aus A ist eventuell, sagen wir mal, auf Twitter schon eine bekannte User. Ja, wenn der natürlich auf Twitter TED aus A sein Nickname ist, dann ist es wieder was anderes. Aber also das ist wie bei der Gerichtsberichterstattung. Wenn über Straftäter berichtet wird, dann muss der Name auch abgekürzt werden. Schlaue Gerichtsreporter schreiben immer Thomas F., Klammer auf, Name geändert. Ja, da frage ich mich dann auch immer, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Also je anonymer es ist, desto ungefährlicher. Aber eine Garantie gebe ich nicht. Ja, bitte? Ich würde kurz noch hier hinten bleiben. Ich mache dann gleich die Runde, weil sonst schwitze ich noch mehr. Ich gebe mal hier das Wort weiter. Ja, hallo, danke auch. Wir haben jetzt viel hier über Blogs gehört. Ich hätte mal eine Frage zum Thema Podcast. Und zwar, wenn man jetzt wirklich sich mit einem Mikrofon irgendwo hinstellt und da Umgebungsmusik, die auch urheberrechtlich geschützt ist, drauf hat, in welcher rechtlichen Lage bin ich da? Oder auch, wenn ich einen Sprecher im Hintergrund habe oder sogar einen Fernseher laufen habe oder sowas. Also Musik ist ja ein Kapitel für sich, da gibt es ja mal zwei Gegner in Deutschland, wenn man die veröffentlicht, also Gegner in Anführungsstrichen. Der richtige Gegner ohne Anführungsstriche ist die GEMA, ja? Da gibt es ja immer diesen Stress mit öffentlicher Aufführung und Ähnlichem. Ansonsten gilt hier Ähnliches wie bei Bildern, wenn man Musik verwendet, muss man sich darüber im Klaren sein, wer die Rechte daran hat und ob der im Zweifel einverstanden ist. Und dann im Zweifel nochmal die GEMA zusätzlich fragen und dort auch noch Geld abdrücken. Gut, hier vorne. Ja, ich wollte noch mal fragen, wie das Gewerbliche definiert ist mittlerweile. Gesetzt im Fall, jemand ist bloggt an einer Stelle gewerblich und an anderer Stelle privat. Wie ist das dann mit dem Zitatrecht, wenn er zum Beispiel privat irgendwelche Verfehlungen macht, davon halt profitiert? Ja. An der Stelle und über die Reputation, die er sich dann auf seinem privaten Blog dann... über die Reputation, die er sich auf seinem privaten Blog erarbeitet, mit Content von anderen Anbietern, darüber dann auf sich aufmerksam macht an anderer Stelle, wo er dann wieder gewerblich tätig ist. Also einfach ein Hobbyblog von jemandem, der an anderer Stelle aber auch gewerblich bloggt. Ist das dann an die Person gekoppelt oder an das Portal gekoppelt? Also ist es
lange Frage, kurze Antwort, ja. Es ist natürlich an das Portal gekoppelt. Du kannst privat bloggen und dann auch privat und nicht gewerblich sein und kannst eine Firma haben und wenn du es auf deinem Firmenblog machst, ist es eben gewerblich. Aber das Zitatrecht, das hoffe ich ist nicht falsch angekommen, hat nichts mit gewerblich oder privat zu tun. Das Zitatrecht, wenn man fremde Inhalte wiedergibt, gilt für private und Geschäftsleute gleichermaßen. So, wir sind schon über der Zeit. Eine letzte Frage noch. Gerne. Danke für den Vortrag. Mich würde noch interessieren, wie das Einbinden von YouTube-Videos, die einem selbst nicht gehören, aber derjenige, der sie erstellt hat, auf YouTube zum Einbinden anbietet, aussieht. Ist das ein Unterschied zu Fotos? Sehr gute Frage, habe ich die Tage auch mal überlegt, aber die Antwort ist relativ einfach. Da kommen ausnahmsweise die Geschäftsbedingungen von YouTube und Google ins Spiel, denn wenn du die Inhalte bei YouTube hochlädst, dann erklärst du dich auch damit einverstanden, dass das mit dem üblichen YouTube-Player auf fremde Präsenzen eingebunden wird. Und soweit ich weiß, gab es bislang auch keine Versuche, das dann zu instrumentalisieren, so nach dem Motto, du hast dieses YouTube-Video von mir auf deine Seite gemacht. Solange man also den von YouTube selbst angebotenen Player verwendet, ist man da eigentlich auf der sicheren Seite, da kann nichts passieren. Was anderes ist natürlich, wenn man das Video extrahiert und ohne die Quellenangabe oder gar Urheberrechtsangabe selbst in einen eigenen Player reinsetzt. Also bei solchen Vimeo-YouTube-Sachen kann ich nur empfehlen, dann wirklich auch den Player zu verwenden, dann sollte eigentlich nichts passieren. Ja, du hast das Schlusswort. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielleicht haben wir was gelernt. Ein paar Mal haben wir auch ein ganz klein bisschen gelacht. Ich freue mich, wenn wir uns in ein oder zwei Jahren wiedersehen. Oder machen wir das Ganze nochmal. Ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen. Danke, tschüss. Applaus